Das Tapas-Gericht, den wir dir jetzt zeigen, eignet sich perfekt für das Mehrgang-Menü. Der ist super, super einfach und super schnell. Das Gericht heißt Secreto mit Pimentos. Das Secreto ist ein Geheimkot, die ist neulich entdeckt worden. Normalerweise ist dieses Fleisch zu Hackfleisch verarbeitet worden. Bis sie es einmal grilliert haben und festgestellt haben, hey, da sind ganz tolle Feinfasern drin, die unheimlich gut schmecken. Jetzt ist das zu einem unheimlichen Trendstück geworden. Es kommt nicht mehr in das Hackfleisch und die ist fast immer ausverkauft. Das ist Schweine-Secreto. Also ein Fleisch, den wir euch sehr empfehlen. Der ist sehr schnell, also die grillieren wir sehr schnell an. 2 Minuten auf jeder Seite und lasst das 2 Minuten indirekt ziehen. Dann grillieren wir unsere Pimentos auch direkt über die Holzkohle, bis sie gar sind. Und die Secreto mit den Pimentos, die bilden eine sehr schöne Kombination. Dann legen wir los. Ein bisschen Salz. Und dann ab in den Grill. Dann legen wir gerade noch ein paar Pimentos dazu. So, 2 Minuten auf jeder Seite und dann tun wir ihn schön ziehen in dem indirekten Betrieb, circa 3-4 Minuten. So, jetzt haben wir das Secreto angrilliert und auch die Pimentos. Und jetzt stellen wir sie im indirekten Betrieb für circa 6 bis 7 Minuten. So, jetzt ist die Pimentos und unser Fleisch fertig gegart. Beides tun wir Salz. Und auf die Pimentos tun wir Öl. Jetzt können wir unsere Teller schon anrichten. Und wichtig bei der Secreto ist, dass man auch quer gegen die Faser schneidet. Und kleine Scheiben. Und wenn du auf die Secreto drauf beißt, ist das wie eine Geschmacksexplosion. Das saftet richtig raus und ist voller Geschmack. Ja, das ist unser Secreto mit Pimentos, unser nächster Grill-Tapas, Guata.